Ja, servus Freunde und hallo, willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3. Hier euer Hackbart. Wir sind immer noch weiterhin in der Nacht unterwegs. Wir müssen jetzt echt mal ein paar Straßenrennen hier absolvieren, bevor wir hier so echt rumpimmeln. Zack, mach dich mal vom Acker. Ich will jetzt hier das Straßenrennen auf jeden Fall haben, ohne lang zu fackeln. Mit unserem Dodge Viper sind wir unterwegs. Und ja, wieder gegen diese fetten Bullen. Also als nächstes müssen wir echt mal, ja, man sieht es, Ferrari. Ich bin ja selber in Italien unterwegs, wie ich schon in der letzten Folge sagte. Und ist das dasselbe Rennen? Glaube ich ja nicht, oder? Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall in Italien ja unterwegs, wie ihr wisst. Und Lamborghini und Ferrari sind hier auf jeden Fall vor Ort. Ducati für die Motorradfans ebenfalls. Und man sieht hier so einiges an Fahrzeugen, ne? Also hier ist gut was angesagt mit Kohle ausgeben für Autos. Auch wenn ich behaupte, dass der größte Teil der Italiener, ich will hier keinem zu nahe treten, einfach nicht Auto fahren kann. Weil wenn ich mir die Autos so auf der Straße angucke, mit Ein- und Ausparken und auch wenn es nicht passt, wird sich im Verkehrsstau vorbeigedrängelt und mit den Alufällen die Bordsteinkante mitgenommen und all so eine Späßchen. Wow. Und das ist dann nicht mehr so witzig. Also ich stehe dann meist hier und lache mir echt einen ab im Straßenverkehr. Bin selber mit meinem Auto hier. Bin doch aber sehr froh, dass ich mein Auto nicht auf der Straße abstellen muss, sondern ich habe hier eine Garage. Da kann mir keiner auf den Keks gehen, mir keiner irgendwelche Kratzer ins Auto hauen oder sonst derartige Späße damit machen. Es ist doch nicht dieselbe Strecke wie in der letzten Folge, ich dachte schon. Jetzt haben wir 50% hinter uns. Na, ich muss hier ruhiger werden, dann komme ich auch besser ran. Boah, die Karre vor mir sieht ja auch hier aus. Ja, so in etwa sehen die Autos aus, wenn man hier in Bologna unterwegs ist, halt immer. Der hat es ja nicht so mit Fairness, oder? Ich meine, ich. Hier der nächste Ferrari vor mir. B-Babe. Oh, das lässt uns aber. Wow. Lässt uns total kalt. Den lasse ich auch nicht vorbei hier. Jetzt mache ich mal selber ein bisschen den bösen Fahrer hier. Sage mal, was ist denn mit euch nicht in Ordnung, Jungs? Gibt's doch gar nicht. Oh, ein schöner R8 hier auch. Links. Red MX 2000. Ich war so schön Erster. Wow, wo kam er denn her? So, gehen wir als Fünfter ins Ziel. Hätte besser sein können. Hätte mich jetzt nicht klar gedreht. Dann wäre das auch kein Problem gewesen. Ich würde gern mal zum Festival fahren und gucken, was wir so an Autos haben, die wir uns vielleicht leisten könnten, um mal wirklich eine geile Karre irgendwie rauszuholen. Daraufhin werden wir jetzt hier einfach mal, wir haben noch sogar, wenn ich jetzt, nein, zurück, genau, rauszoome. Da oben ist Level 3, guckt euch an, was hier noch zu machen ist alles. Wir werden jetzt aber mal zu Level, ja, Automesse, Werkstatt, Automesse ist verfügbar. Schön. Da werden wir jetzt auch mal schnell hin. Vielleicht können wir einfach mal, damit es nicht so langweilig wird, auch guckt euch das mal an, wie schön das gemacht worden ist. Richtig Party und Lichter. Also, ich bin begeistert, auf was die Macher des Spiels alles so geachtet haben, ne? Kannst du immer wieder sagen. Ich weiß, das nervt wahrscheinlich schon die Hälfte der Zuschauer hier. Aber es ist der Hammer. So, jetzt fahren wir hier zum Festival. Guckt euch das mal an. Die machen hier ordentlich Stimmung. So, da ist die Bühne. Ah, sogar so eine Nebelmaschine. Steht da ein DJ? Nee, kein DJ drauf. Aber wir haben ein bisschen Partystimmung. Ist auch in Ordnung. So, wir werden jetzt mal. Sorry. Wir werden jetzt mal schnell gucken, ob wir hier Autos kaufen können. Fuhrpark.
Nee, eigentlich möchte ich kein Auktionshaus haben, ehrlich gesagt. Ich würde gerne einfach ein schönes. Oh, ein Jaguar ist ja auch nicht verkehrt. Was sollen die hier kosten? 35.000. Für 6.000 geht das hier los. Hier ist so zum Beispiel Berlin Eta. Also den Lamborghini haben wir schon. Ich würde gerne anderes Auto einfach wählen. So endet bald. Ein Lexus haben wir noch am Start. Ganz viele alte Fahrzeuge. Ist jetzt nicht so meins. 400.000. Bisschen knackig, ne? Also so viel Kohle haben wir nicht. Ihr seht's. 334.000. Oben rechts. Vielleicht kann ich jetzt eigentlich mal in meine eigenen Autos. Also ich würde ja gerne meine eigenen Autos mal benutzen. Und nicht immer nur an eins gefesselt sein. Gehen wir mal in den Fuhrpark. Meine Autos. Ihr seht's, wir haben ein bisschen was haben wir zusammengekriegt. Guckt euch den BMW an mit 927. Der ist fast so gut wie. Wir fahren einfach mal eine Runde BMW, oder? Fahren wir eine Runde BMW. Der ist fast so gut wie die Dodge. Mensch, ich verhaspel mich momentan echt. So, raus auf die Straße, mein Junge. Es ist auch Tag. Und dann werden wir jetzt mal hier zum nächsten Rennen fahren. Das ist gleich um die Ecke. So, BMW M4, Heckantrieb. Der wird natürlich ganz anders drauf sein als der Dodge. Ihr seht schon, das ist mehr Driften als alles andere hier, aber das soll uns nicht weiter stören. Vielleicht besorgen wir uns irgendwie mal. Wäre richtig cool, wenn man eine komplette Audi-Serie zu holen. So ein Quattro anschauen, ein Allrad wäre perfekt. Ja, einfach durch. Oh, viel zu weit. So, ran an die nächste Rennstrecke. Mit dem BMW M4. So, dann werden die Fahrer jetzt synchronisiert. Ihr seht's unten rechts. Oh, es wird schon wieder dunkel. Und die dicksten Karren ever. Was soll's? Da ist er. Ich habe vor Ewigkeiten, vor 2 Folgen, habe ich von dem Lamborghini Aventador gesprochen, von Bukto. Das ist er diesmal wirklich in der Lackierung. Genau so stand er neben mir. Ich habe echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Das ist aber auch eine scheiß Karre hier zum Fahren. Nicht dafür geeignet. Vielleicht gucken wir auch mal nach einem R8 und so einem Späßchen. Ich weiß gar nicht, ob man die gleich alle kaufen kann oder ob man die sich erst freispielen muss und dann kaufen kann. Die warten netterweise auf uns. So, Jungs, macht mal Platz hier. Sag mal, du musst auch mal einlenken, wenn du um die Kurve willst. Die Karre ist echt nicht dafür geeignet. So, Atze, jetzt breit vom Hof hier. Oh nee, das ist unmöglich, dieses Auto. Ich glaube, das werde ich jetzt auch demnächst verkaufen. Heckantrieb, alles schön und gut. Aber bringt mich hier so gar nicht weiter. Ihr seht, was ich bremsen muss hier, damit ich überhaupt mal vorankomme. So, Platz 7. Kriegt die Karre auch kaum um die Kurve, ne? Ist ein bisschen nervtötend hier gerade. Die sich auch alle so dick machen. So, an dem noch vorbei. Oh nein.
Alter Schwede, das ist doch. Der ist echt nicht dafür geeignet. Ihr seht, ich rutsch mehr raus als. Jetzt. War es das auch schon? Das Rennen ist nämlich vorbei. Und dann hast du so eine Knalltüten wie ihmchen hier, die es nicht auf die Reihe kriegen zu bremsen und dich einfach wegschieben und schon heizt in der Zeit zwei Gegner an dir vorbei. Wir brauchen unbedingt ein anderes Auto und das Auto werden wir hier verkaufen. Wenn jemand anderes damit Spaß haben, das bringt gar nichts. Nein, ich will das auf jeden Fall nicht nochmal machen. Das ist ja eine Peinlichkeit gegen die Autos. Haben wir fast 8000 Credits trotzdem gebracht. Nicht so witzig. Wir fahren gleich einfach dahin. Und werden die Karre hier gleich verhökern. Was soll das, Theater? Ab durch die Wiese. Oh fuck. Ob man hier durchkommt? Hat das einer schon mal von euch probiert? Ich hab's mir fast gedacht. Ihr seht, der Wagen dreht einfach nur durch. Bis der richtig Grip kriegt, das bringt so gar nichts hier. Brauchst nicht neu berechnen. Ich weiß, wo ich hin möchte. Die Karre werden wir jetzt erstmal verhökern hier. Schauen wir, wie das funktioniert. Ich habe noch nie selber eine Auktion gestartet. Deswegen gucken wir uns das jetzt einfach mal an. So, Auktionshaus. Meine Auktion, meine Gebote, Auktion starten. Da geht's los. Wir wollen den auf jeden Fall verkaufen. Auto versteigern. Okay, also wir steigen erst in ein anderes Auto. Wenn ich das gerade richtig sehe. Fuhrpark. Meine Autos, wir werden... Ich war schon... Nein, Quatsch, abbrechen. Auch, das ist ein Allrad 799. Wir steigen einfach in diesen ein. Wirklich, das ist so, zack. Und jetzt werden wir mal das Auto verhökern. Credits, blam blam. Wählen. Auto versteigern. Auto wird vorbereitet. Startpreis 9000, Kaufpreis. Ja, 70.000. Was soll's? Wir gucken, was passiert. Ist ja doch ein relativ leistungsstarkes Fahrzeug. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das auch so funktioniert. So, den haben wir verhökert schon mal. Dann können wir hier wieder zurück auf die Rennstrecke. Und können nochmal auf die Map gehen und gucken, dass wir hier mal noch ein Rennen mitnehmen. 2 Kilometer entfernt. In 400 Metern links halten. Was ich ein bisschen doof finde, dass echt vieles nur in der Nacht stattfindet hier gerade. Wow, 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 wow. Ja, Bäume, Schilder, alles. Schotter ist gar nicht für den geeignet. Das ist eher so ein Straßenfahrzeug. Wollen wir den noch mitnehmen? Nehmen wir noch mit. 737, der ist schnell gemacht. Der geht auch genau in meine Richtung. Knallen mal weg. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Nein, haben wir keinen Bock. Fahren einfach durch. So, ich glaube, da war auch unsere Rennstrecke, wo wir hin sollten. Jetzt werden wir aber noch schnell das Rennen hier fertig fahren. Um noch ein paar Punkte abzugreifen. Zap, zap. Sauberes Rennen. Nicht viel Geld, aber ein bisschen. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir noch ein Auto. 50.000. Immerhin. Schönes Ding. Oh, wo wollte er denn hin? So, in 1,3 Kilometer ist unsere Rennstrecke, wo wir eigentlich hin wollten. Da fahren wir jetzt eben mal noch schnell hin. Machen das Rennen. Dann haben wir unsere Zeit auch schon wieder zu Ende für die Folge hier.
Also es ist immer... Sie haben ihr Ziel erreicht. Mein Gott. Wirklich, also... Innenansicht fahren wir auch mal cool, oder? Aber ich bin eher so der Außenfan. Wie lange braucht der denn, um zu bremsen? Was ist denn da nicht in Ordnung? Irgendwas stimmt da nicht. Guckt euch mal an, was, wenn ich auf die Bremse trete, Vollgas. Wie der bremst. Ich hoffe nicht, dass mir das jetzt hier irgendwie ins Kreuz tritt. Okay, vom Aussehen her wird es jetzt aktuell scheinbar eine gut, Dämmerung. Und wieder so fette Autos. Und wieder die erste Kurve da rein. Also ich weiß nicht, was... Was war denn das jetzt? Muss viel ruhiger werden, sagt man mir immer. So, die werden wir jetzt auch nicht mehr kriegen. Jetzt werden wir da entspannt hinterherfahren. So war der Plan nämlich nicht. Zurückspulen möchte ich nicht immer. Was ist denn mit dem auf einmal los? Ja. Komm, einen können wir noch zurückspulen. Den würden wir schön dran vorbeigeheizt. Einer geht noch. Der bremst gar nicht mehr. Der bremst nicht, die alte Drecksau. Och. Ich roll einfach komplett durch, ne? Mit der Karre nicht in Ordnung. Ja, wahrscheinlich in die Werkstatt bringen. Oder auch den verkaufen. Eigentlich gedacht, ich habe hier ein geiles Auto. Was verstehe ich gar nicht. Die Bremsleistung ist gleich null. Guckt euch das an. Das ist jetzt echt sehr mysteriös. Entweder nur im Querdrift hier was zu machen. Keine Ahnung, was da los ist. Zack, und wieder dran, komplett dran vorbei. Bin ich von dem Auto gar nicht gewöhnt, Mensch. War doch sonst kein Problem. Vielleicht muss ich nochmal ein Upgrade da reinhauen. Normalerweise, wenn ich in die Bremse gehen müsste, müsste der sofort in... Ich roll mit dem Auto aus. Nee, das ist die falsche Taste, Mensch. Ich habe echt keine Ahnung. Ich rolle und rolle. Ich kann nicht mal mehr bremsen. Keine Ahnung, was da los ist. Gut, das Rennen muss ich echt mal rausfinden, was mit der Karre hier los ist. Vielleicht habe ich irgendwas eingestellt. Was ich nicht einstellen will, aber ich wüsste jetzt nicht was. Der ist auch nicht dafür geeignet. Gut. Wir gehen als letzter durch Ziel. Was soll's. 12. Platz. Bringt nichts. Du darfst es ihnen auch nicht zu einfach machen, Boss. Du solltest es zumindest nicht so einfach machen. Ist mir völlig wurscht. Ich habe ein bisschen Geld gekriegt. Was soll's. Ja, unsere Runde ist vorbei. 20 Minuten. Zack. Schon wieder geschafft. Ich fahre jetzt einfach zum nächsten Punkt. Bedanke mich fürs Zusehen. Vielleicht habt ihr einen Tipp, was da jetzt mit der Bremse los ist. Guckt euch das mal an. Ich drücke auf die Bremse und rolle noch ewig. Na, also vielleicht könnt ihr mir da erzählen in den Kommentaren, was da los ist.
Und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Ich sage Tschüssikowski und goodbye, bis dann.